Ich wünsche ein frohes neues Jahr. Neues Jahr, Studio aufgeräumt, neuer Vorspann. Willkommen zu meinem neuen Video. Und bevor wir mit dem Altstrommotor weitermachen, den wir digitalisieren wollen, ja, ich habe hier noch eine Lok aufgetrieben mit einem vernünftigen Kollektor, wo ich nicht den Hochleistungsantrieb einbauen werden muss, weil der Kollektor soweit noch in Ordnung ist, kann ich euch erstmal zeigen, wie man denn eine normale Märklin-Lok, die ich hier schon auseinandergenommen habe und soweit vorbereitet habe, wie es genau geht, habt ihr im letzten Video gesehen, wie ich da den Wechselstrommotor oder halt den Altstrommotor digitalisiere mit einem Thumbs-Decoder. Extra für die Altstrommotoren. Aber zuvor noch für alle Zweifler, die mein drahtloses Mikrofon angezweifelt haben. Ja, dieses Ding hat ein Kabel. Weil, jetzt hört ihr ein paar Geräusche. Dies hier ist ein Sender, es hat zwar auch ein Mikrofon drin, was ich aber blöde finde, wenn hier im Video hier so ein Ding klebt. Stattdessen klipst man sich, wie im Fernsehen auch, dieses Mikrofon an Kragen. Ich nehme mal den inneren Kragen hier. Zieht das Kabel hier so durch. Das macht normalerweise im Fernsehen die Maske. Und jetzt wird es gleich bei euch im Video Klick machen, weil ich dann dieses Mikro hier in den Sender stecke. Und der Rest ist halt am Aufnahmegerät dran. Und es ist trotzdem kabellos und den Sender klipse ich mir halt an Gürtel her. Also insofern, es ist kabellos und von daher denkt dran, ne? Ja, die Teile meiner Lok habe ich hier soweit liegen. Und wenn ihr noch was schneller reinigen wollt, nehmt einfach eine Zahnbürste. Ich habe mir extra welche zugelegt dafür. Und mit denen kann man auch gut noch ein bisschen von dem Kram abbürsten. Vor allem kriegt man damit gut diese Zwischenräume im Kollektor sauber. Der hat jetzt leichte Riefen, die sind nicht tief. Wenn ihr so einen Kollektor habt, vor allen Dingen mit diesen großen Ankern, die sind wirklich sehr schön, auch für Langsamfahrten, die sind wirklich kaum. Also der Unterschied zum Hochleistungsantrieb von Märklin ist minimal, wenn ihr so einen Kollektor habt. Den könnt ihr auch prima aufarbeiten. Dazu braucht ihr einen Dremel oder einen Akkuschrauber. Die Marke ist jetzt nicht so wichtig, hauptsächlich habt ihr einen Akkuschrauber. Und ihr nehmt dazu ein wenig Metallschleifpapier. Das besorgt euch im Baumarkt. Schneidet mir hier mal eine Ecke ab. Den Kollektor spanne ich in den Akkuschrauber ein. Stell eine hohe Drehzahl ein. Und dann einfach das Schleifpapier hier dran. Ihr drückt hier mit dem Finger gegen. Wer ein bisschen Panik hat, dass ihm was passieren könnte, zieht vielleicht einen Handschuh an, ist aber eigentlich nicht nötig. Ihr merkt schon, wenn es heißer wird, ne, dann kurz mal stoppen, abkühlen lassen. Und so kriegt man den Kollektor wieder aufgearbeitet. Die Riefen sind schon weg. Hier ist noch ein bisschen am Rand. Das mache ich nochmal weg. Und wie neu. Ihr seht also, ne, hinterher nochmal ein bisschen aufarbeiten mit Isopropanol.
Aufarbeiten ist gut, sauber machen meine ich. Um den Schleifstaub abzukriegen. Und irgendwo hatte ich noch einen Zahnstocher. Ich kratze hier nochmal die Zwischenräume zwischen den Kontakten aus. Und dann habt ihr einen super Kollektor wieder, mit dem ihr erstmal wieder ein paar Jahre fahren könnt. So, wenn wir das soweit haben, dann können wir uns daran gehen, den Motor wieder zusammenzusetzen. Also ich habe die ganzen gereinigten Teile. Und zunächst einmal öle ich das Getriebe. Dazu habe ich Öl hier auf eine Spritze aufgezogen. Spritze bekommt ihr in der Apotheke mit einer großen Nadel. Sagt ihr einfach, ne, ist von einem Modellbau. Dann könnt ihr euch hier vorne prima einen Tropfen draufziehen. Und ein Tropfen reicht schon, um das gesamte Getriebe zu ölen. Draußen, den kann ich auch nochmal einen Tropfen. Wichtig ist, dass ihr wirklich harzfreies Öl benutzt, um endlich dieses Verharzungsproblem in den Griff zu kriegen, was Märklin leider hat. Damit haben wir schon mal geölt. Um den Kollektor wieder einzubauen, fette ich ihn etwas. So, gebe ich hier Fett auf den Zahnkranz des Kollektors. Seht ihr alles prima, ne? Der Magnet ist ja auch gereinigt. Den sollte man zuerst einsetzen. So. Dann den Motoranker mit Kollektor. Dann kommt das Motorschild drauf. Was denn das hier? Muss ja so gesessen haben. Ja. Schon ist der Motor soweit zusammengebaut. Natürlich fehlen jetzt nur noch die Schrauben und hier der Sprengring. Und der kommt jetzt. So, eine Schraube kommt hier oben mit dem Kondensator ran. Das ist wichtig, das ist der Masseanschluss. Auch für alles Mögliche können wir nachher auch den Decoder anlöten. Damit der Anker nicht so viel Spiel hat, kommt ja noch der Sprengring dran. So weit, so gut. Und bevor ich den Motorblock einbaue, sehe ich, hier fehlt ein Haftreifen. Also tauschen wir erstmal die Haftreifen. Die Lok ist alt, also nehmen wir mal alle runter.
Die sind auch schon ausgeleiert, so leicht wie die abgehen. Und ich habe mir bei Märklin im Servicebereich die Anleitung für die Lok runtergeladen. Und Teil 15 sind die Haftreifen 7153. Haftreifen habe ich natürlich immer da. Und damit wir die nicht vertauschen, die alten ab in Müll. Vier neue. Hier drin, das ist ja schön. Und dann ziehen wir halt neue Haftreifen auf. Das geht mit dem Zahnstocher ziemlich einfach. Setzt ihr einfach an einer Stelle an, legt den Finger auf und dann fahrt ihr einmal mit dem Zahnstocher drumherum. Und dann ist er eigentlich auch ziemlich einfach drauf, außer man stellt sich so an wie ich eben, als ich es vorführen wollte. So, vier neue Haftreifen. Der Motor hat hier so Nasen. Und hier sind so Aussparungen im Gehäuse. Das heißt, er wird so von unten eingesetzt und einmal drehen, sodass die Nase oben auf diese Aussparung kommt. Und dann hängt der Motor locker. Feldspule ist hinten. Das Ganze drehen wir um. Die Radblenden aufsetzen. Kupplung einsetzen. Wenn ihr nicht weiter wisst, guckt immer in die Anleitung. Märklin bietet für alle Loks im Servicebereich unter Anleitung für alle Loks, die sie je gebaut haben, noch haben sie noch die Anleitung als PDF da. Das ist wirklich gut. Also andere Anbieter haben das nicht. So, fixiert und dann ist der Motor soweit drin. So, nächste Station. Wir haben schon mal den Lötkolben geheizt. Und dann löten wir hier die Feldspule wieder an. Und zwar gehört die hier, da wo der Kondensator sitzt. Einmal. Das andere ist die Drossel. So. Einmal hier anlöten, einmal da anlöten. Dann haben wir es soweit vorbereitet. Und hier kommen jetzt noch neue Bürsten rein. Nochmal die Kupferbürste. Die Kohlebürste sonst nicht rein. So. Und die Kohlebürste. Auch da den Feder drauf. So, bevor wir weitermachen, nehmen wir uns einen Analog-Trafo, drehen ihn etwas auf,
halten eine Litze an einen Kontakt der Spule, die andere an der Drossel. Und der Motor läuft und der andere Kontakt sollte auch irgendwie gehen. Ja, wenn ich ihn richtig treffe. Jo, auf jeden Fall läuft der Motor, alles richtig gemacht. Dann können wir zum Decoder kommen. Hier ist mein Decoder. Das ist der LDW42 für Wechselstrommotoren. Das ist dieses kleine Mini-Ding. Und den klemme ich erstmal in meine helfende Hand ein. So, das machen wir mal so. Ich stelle mir die Lupe ein, damit ich vernünftig was sehen kann. Zuerst mal löte ich Masse und die Phase an. Also einmal hier die Leitung vom Schleifer. Und mit Braun die Leitung zur Gehäusemasse. Braun oder schwarz? Ich nehme Braun, weil es bei Märklin so ist. Der Decoder empfiehlt schwarz, weil sie von Gleichstrom oder von Digitalstrom ausgehen. Ich bevorzuge da Braun. Ich glaube, üblich ist schwarz, wenn ihr einen Decoder kauft. Mit einem guten Lötkolben, seht ihr, geht das sehr fix. Und zwar gemäß der Anleitung, zeige ich euch nochmal. Also hier oben die Leitung zum Schleifer und das hier ist die Leitung zur Masse. Wenn ich mir das jetzt so angucke, würde ich den Decoder gerne hier irgendwo einsetzen. Also die Schaltung zur Oberleitung und die Platine habe ich rausgenommen. Und wenn ich den hier so ansetze, geht das hier runter zum Schleifer. Brauche ich so ungefähr die Länge. Cutte das entsprechend ab und die Gehäusemasse ziehe ich mir vom Motor. Dazu drehe ich die ganze Lok einmal um, dann kann ich das besser sehen. So, Masse ist hier oben die Schraube, das heißt, ich knipse das hier so ab. Ihr könnt den Decoder natürlich auch voll verkabelt kaufen. Das ist vielleicht einfacher auch in manchen. Ich löte lieber selber. Und wenn ihr selber lötet, besorgt euch so eine Zange oder besorgt euch generell so eine Zange. Zum Abisolieren ist die ideal. Gerade von so feinen Litzen. Gut, kurz verzinnen. Einmal die Masse anlöten.
So, und die Schleiferleitung wird hier durch ein Loch geführt bei dieser Lokomotive. Dann an den Schleiferkontakt angelötet. Und wird hier so rangeklipst. Und dann spendiere ich der Lok einen neuen Schleifer natürlich, weil der alte ist ziemlich runter. Schmeißt die alten Schleifer nicht weg, die kann man noch gut gebrauchen. Ich zeige euch mal wofür irgendwann. Da haben wir ihn. So, neuer Schleifer ist dran. Kommen wir nun zum Anschluss des Motors. Erstmal verzinne ich kurz Blitze. So, warum ich schwarz für was anderes nehme, ist, weil ich für die Motorleitung eigentlich immer schwarz nehme. Die sind bei Märklin ja eigentlich immer schwarz. So, erstmal schließen wir Motor 3 an. Das ist die Leitung zur Drossel. Deswegen müsst ihr die alte Drossel auch aufbewahren. Motor 3 ist die Leitung hier ganz an der Seite zur Hauptleitung, zum Schleifer. So. Wenn ich den dran habe, Platine sitzt hier so, Schleifer sitzt da, Drossel sitzt da. Einmal hier cutten. Einmal abisolieren. Bisschen großzügiger. Und einmal verzinnen. So, wenn ihr das habt, mache ich jetzt mal Folgendes, und zwar ziehe ich hier einen Schrumpfschlauch drüber. Ich messe das hier kurz ab, so ungefähr, ungefähr so die Länge plus ein bisschen drüber. So. Dann ziehe ich erstmal den Schrumpfschlauch über das Stück Litze, weil irgendwie muss ich dann nach dem Löten ja drauf kriegen, ne? Und wir löten das Ganze an die Drossel an. So, dann den Schrumpfschlauch über dieses blanke Teil ziehen. So, schon mal drüber. Und durch Hitze schrumpft das Ganze ein. Beste Kontaktschutz für, um Kurzschlüsse auszuschließen. Was Besseres kenne ich gar nicht. Also Schrumpfschläuche sind echt ihr Geld wert. Gut, das haben wir. Dann können wir die nächste Motorleitung anschließen. Und zwar müssen wir jetzt hier und hier an die beiden Spulenkontakte ran. Also die nächste Litze vorbereiten. Isolieren. Und verzinnen. So, war diesmal eine etwas schwerere Geburt. Ein bisschen zu viel. Blank kürze ich daher etwas.
brauche hier meine helfende Hand. Und anlöten. Coder sitzt hier, Leitung muss bis dahin. Könnt ihr vielleicht gerade nicht sehen, aber auf die benötigte Länge abgeklipst. Einmal abisolieren, wie üblich, und verzinnen. Und ran an die Spule. So, und dann kommt die letzte Motorleitung. Die kommt hier ganz außen an den Kontakt ran. So, wenn wir das soweit haben, die muss bis hier, schon fast auf die richtige Länge, kürzen. Abisolieren. Und verzinnen. Und ein bisschen Platz hier, so, kommt an diesen Spulenkontakt dran. So, damit haben wir alle Anschlüsse fertig. Ich isoliere das hier einmal mit Kreppband unten ab. So. Und den können wir so erstmal so hängen lassen. Dann machen wir jetzt eine Testfahrt mit dieser Lok. So, und wenn wir alles richtig gemacht haben, sollte die Lok jetzt fahren. Dann sind wir soweit. Die Lok haben wir zum Fahren gekriegt, den Motor haben wir angeschlossen. Das nächste Mal geht es weiter mit dem Einbau des Hochleistungsmotors und den Anschluss des Hochleistungsmotors. Und dann steigen wir auch danach genauer in die Programmierung des Decoders ein, weil da auch viele Fragen mich über die Feiertage erreicht haben per E-Mail. Deswegen dachte ich, erstmal schließen wir nur die Basis an, wir können den Motor steuern und die Lok fährt und Beleuchtung und so machen wir dann noch in Ruhe und auch die ganze Decoder-Programmierung mit Geschwindigkeit, maximale Höchstgeschwindigkeit und so. Da habe ich ein paar Ideen zu, das wären noch ein paar Videos. Und das nächste Mal kommt aber erstmal der Hochleistungsmotor für die, die es interessiert, weil auch viele Fragen kommen von Leuten, die sowas noch nie gemacht haben. Deswegen zeige ich das gerne nochmal in meinem Kanal. Und es kamen auch Fragen nach wartungsfreien Motoren. Wow, da muss ich mich nochmal schlau machen, aber ich habe da schon eine Idee. Und seid gespannt, auch dazu wird es ein Video geben. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht einen Daumen runter. Ist auch okay. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch nicht verpasst, wenn das nächste Video online geht. In diesem Sinne, bis bald!